Moin, seht ihr das? Von da hinten bin ich gekommen. Und da hinten, hinter den Büschen, sieht man es ohne Finger, geht es weiter. Also, es ist 15 Uhr und die Temperatur sind 33,2 Grad. Also, ich hatte schon mal einen Sonnenstich. Beziehungsweise auf meiner Tour nach Sylt hatte ich ja schon mal den Fall, dass ich, dass mir das Wasser ausgegangen war und die ähnliche Temperaturen waren mit wenig, fast gar keinen Schatten. Also ich musste irgendwo Meter machen. Ich habe das Glück jetzt, dass ich hier unter einem Baum eine Bank habe und wo ich jetzt abgestiegen bin, habe ich schon so ein bisschen gemerkt, so wie wenn man leicht angetrunken ist, wenn man jetzt so, ich sag mal, länger irgendwo saß und hat was getrunken und steht auf und merkt so, oh, hui, doch schon so viel. So geht's mir gerade. Ich habe jetzt auch schon, ja, seit 10 Minuten bin ich hier und habe schon versucht runterzufahren, aber ich habe immer noch einen Puls von 119. Mein Ruhepuls ist zwischen 60 und 80. Ja, ich habe einen recht hohen Puls. Ja, aber trotzdem. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen runterzukommen. Ich denke mal, ich werde jetzt mal eine halbe, dreiviertel Stunde Pause machen. Wasser habe ich noch. Ich habe jetzt noch 1 Liter in meiner Tasche und 350 in der Flasche. Ich weiß halt nicht, ich könnte auf der Karte gucken, jetzt wie weit es noch auf so ein Feld, wie weit das noch geht. Aber im Endeffekt fahren muss ich so oder so. Also ich versuche jetzt mal zu schauen oder zu warten, bis die Sonne ein bisschen tiefer ist. Ich habe jetzt noch irgendwie, ach, ich weiß es nicht, irgendwas bei 35 bis 40 Kilometer. Ich hatte jetzt vorhin, musste ich nochmal eine Zwangspause machen, weil es wirklich übel warm war. Ich habe mich jetzt auch hier, wie man sieht, so gut wie nackig gemacht. Ich werde jetzt erstmal mich versuchen, ein bisschen zu akklimatisieren. Oh, ich fühle mich an, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, erstmal runterkommen. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist schön, so eine Erfahrung zu machen. Einfach mal zu wissen, was einen an die Grenzen bringt. Also ich bin noch nicht an der Grenze, aber ich würde sagen, so 30% davor, wo ich dann wirklich sagen würde, okay, jetzt reicht's. Jetzt geht wirklich gar nicht mehr. Wenn ich jetzt so weitermache, dann mache ich einen Arsch hoch. Also in Sachen von Umklappen oder Sonnenstich bekommen. Also richtig so die harten Sachen, die man nicht haben will. Das Schöne ist, hier ist es wirklich schön ruhig. Man hört, wie das Getreide trocknet. Ein paar Grillen zirpen und der Wind ein bisschen durch die Blätter raschelt, so. Ja. Ich werde jetzt erstmal wahrscheinlich mal eine längere Verschnaufpause machen und dann lieber heute Abend noch ein Stückchen fahren, wenn es kühler ist. Was mir selber natürlich auch gut tut. Und Leute, meine Kette, mein Schaltwerk kotzt mich so an. Ich kann jetzt in der zweiten Welle, kann ich jetzt gar nicht mehr anfahren. Also ich muss komplett nach unten schalten, anfahren, Schwung holen und dann hochschalten und dann weiterfahren, weil dauernd die Kette überspringen. Das ist echt belastend. Das ist so einer der Sachen, die mich extrem nerven. Ich werde jetzt auch gleich, wie ich es vorhin gesagt habe, mit einem Edding auf meinen Oberschenkel wahrscheinlich ein Blümchen mit ein kleines Bienchen malen. Aber so im Comic-Stil, also einfach gehalten. Und dann mal schauen. Es ziehen noch ein paar Wolken auf, also zumindest sind so die ersten Spuren davon da. Und dann mal schauen, wie braun ich werde und wenn ich das wegmache, wie viel man davon sieht. Wäre schon witzig, also ich werde es euch so oder so zeigen, egal ob man was sieht oder nicht. Und dann mal gucken, wie die Reise weitergeht. Bleibt gespannt und ja. Keine Ahnung, branded.
Ja, horchen und sehen uns später. Peace out, Leute. Das ist übrigens echt ein behinderter Spruch. Ich sage einfach auf Wiedersehen. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Heute mit Danny Worm. Oh nein, er hat einen Namen gesagt. Fahrrad fahren und Gehirngulasch kommunizieren. Schalten Sie auch morgen wieder ein, wenn es heißt Gehirngulasch mit Danny.